Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir angefangen, in die Erinnerung der Riesen einzutreten und zwei haben wir schon abgesucht und eine fehlt noch und das ist diese, vor der wir jetzt hier tatsächlich stehen. Und in dieser Erinnerung finden wir erstmal einen Summon Sign. Zwei Summon Signs. Bernhard aus Yugo und Hauptmann Drummond. Ach komm, wollen wir sie uns beide gleich holen? Achso, ich kann mir nur eins holen, oder wie? Okay. Ja, wir holen uns natürlich Bernhard auf Yugo und wir wollen nach Möglichkeit Bernhard natürlich hier wieder, dass der überlebt. Weil ansonsten bringt das Ganze nichts. So, wir sehen, Alter, hier geht's jetzt richtig los. Hier geht's jetzt richtig los. Ich muss selbst erstmal vielleicht überleben, habe ich das Gefühl. Nein, Bernhard! Oh Gott, Bernhard. Einer der Riesen ist tot. Ah, jetzt haben wir eine coole Stelle verpasst. Da drüben ist der Kopf nämlich lang gerollt. Der Kopf ist nämlich da lang gerollt und ist dann dort liegen geblieben, wo damals wo dann der Verfolger-Bosskampf ist. So, komm, rennen wir mal, Bernhard. Das ist mir ehrlich gesagt hier viel zu viel Gefeuere auf uns. So, oh, guckt mal da vorne. Das ist der Typ, von dem der Hauptmann gesprochen hatte. Der König der Riesen. Der Riesenfürst. Und den bekämpfen wir jetzt zusammen mit Bernhard. Ja, ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Damage, Bernhard. Pass auf, Bernhard! Ja, dafür, dass das der große Anführer der Riesen ist, ist der jetzt aber nicht so sonderlich gefährlich, habe ich das Gefühl. Ah, Mist, da hat er mich noch erwischt. Man sollte nie über seinen Gegner herziehen, bevor man ihn besiegt hat, zumindest. Oh, weg. Au. So, aber Bernhard scheint das Ganze ganz gut zu überleben. Aua. Das Problem ist, er ist halt wieder so groß, dass du gar nicht die Zeit hast, nach oben zu gucken, was er gerade macht. Das war, glaube ich, ein Schwerthieb. Und tschüss. Danke, Bernhard. Du hast den Kampf überlebt. Sehr schön. Das ist doch schon mal sehr gut. Riesenfürstenseele und die Sympathie der Riesen. Und ich glaube, diese Sympathie der Riesen ist genau das, was Mandrake einst den Riesen gestohlen hatte. Denn das ermöglicht die Bauweise, weil es wurde ja gesagt, danach kamen die Golems. Und ich glaube, das bewirkt, dass man diese Golems führen kann, wie man das gerne möchte, da die Sympathie der Riesen. Jeder König hat seinen rechtmäßigen Thron und wenn er auf ihm sitzt, sieht er, was er zu sehen wünscht. Aber vielleicht zeigt der Thron auch dem König nur das, was er zeigen möchte. Die Flammen tosen, doch schon bald werden sie vergehen und nur ein wahrer Erbe wird sie noch lodern lassen können. Was könnte ein Thronanwärter wirklich begehren? Ja, also hier steht das nicht so direkt drin, aber mit dieser Sympathie der Riesen können wir die Golems dann so bewegen, wie wir das wollen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das gewesen ist, was Vendrick einst den Riesen geklaut hat, gestohlen hat. Eine Sache noch zum Riesenfürsten. Es gibt kein hundertprozentiger, oder man kann es nicht zu 100% sagen, aber man kann vermuten, dass der letzte Riese, den wir getötet haben, ganz am Anfang des Spiels, dass der die Überreste des Riesenfürsten sind, weil das waren, wie drin stand in der Seele, die habe ich leider schon genommen, deswegen sehen wir das nicht, wie drin stand in der Seele damals von dem letzten Riesen, war es ja so, dass das eine sehr, sehr mächtige Seele ist, die die Zeit überdauert hat. Und falls ihr euch noch an eine Sache erinnert, es war damals auch so, dass, oh, Navlan, Tag auch. Es war damals auch so, dass der ja scheinbar echt sauer war, als der uns gesehen hat. Und das kann man halt damit begründen. Dass der Typ, dass der uns wiedererkannt hat, dass wir das waren, der ihn einst schon besiegt hat. Das ist halt wieder das, wo man dann fragen muss, wie wird's wohl sein? Also sind wir, wenn wir in die Erinnerung reisen, reisen wir wirklich quasi in die Vergangenheit oder reisen wir nur in die Erinnerung von jemandem? Weil diese Theorie ergibt natürlich nur dann Sinn, wenn wir wirklich auch in die Vergangenheit reisen und den letzten Riesen bzw. den Riesenfürsten zur Strecke bringen und der dann auch wirklich der letzte Riese ist. Deswegen, es ist halt so ein bisschen
Man kann es nicht zu 100% sagen, ich finde aber, weil das eine sehr mächtige Seele sein soll, die vom letzten Riesen, und weil der halt so sauer wurde, ist es eigentlich eine coole Geschichte, dass wir den Riesenfürsten töten und er dann viel, viel später sauer wird, weil er uns wiedererkennt und auf uns drauf geht, obwohl das für uns genau zeitlich andersrum war. So, dann lass mich noch zweimal aufleveln hier, meine Gute. Gib mir nochmal Vitalität und Konstitution. So. Bevor wir jetzt aber, jetzt haben wir im Prinzip alles, um tatsächlich das Ende einzuläuten, aber ich gehe nochmal ganz kurz in den Wald der gefallenen Riesen zurück, weil ich würde gerne nochmal in die beiden vorherigen Erinnerungen tatsächlich sogar nochmal rein. Nicht, weil ich unbedingt Bock habe. Jetzt haben wir übrigens, glaube ich, 5 Riesenseelen, ne? Jetzt wäre, soweit ich weiß, Vendrick am schwächsten. Also wenn wir jetzt gegen Vendrick kämpfen würden, würden wir deutlich mehr Schaden machen, als wir das damals gemacht haben. Aber ich habe mich ja damals gedacht, hey, funktioniert bestimmt. Ich kann Vendrick bestimmt auch so besiegen. Konnte ich auch, es war bloß nicht ganz so spannend. So, jetzt gehen wir als erstes nochmal in die Erinnerung von Drummond, denn ich glaube, oder beziehungsweise von dem Riesen, wo Drummond drin ist, weil ich glaube, Drummond sagt jetzt tatsächlich nochmal was. Wenn ich mich nicht irre. Weil wir den Riesenfürsten ja besiegt haben. Er hat uns ja von ihm erzählt. Und er sagt uns jetzt was, weil wir den besiegt haben. Take these. I think you may just need them. Der Drangleic-Helm. Ah, guck mal. I just do. Okay, du weißt also, dass ich ihn getötet habe. Gut. Das war auch alles. Wir können uns den Helm mal ganz kurz angucken. Den Drangleic-Helm. Der passt natürlich zur Drangleic-Rüstung. Den hat man damals halt nicht mitgefunden dazu. Und hier bekommt man ihn dann im Endeffekt. Wenn ich jetzt wüsste, welcher das ist. Das ist der Faram-Helm. Ich meine, der Typ da kann eh nicht zu uns kommen. Von daher. Ich glaube, das Ding war ja recht weit unten, ne? Hier. Nee, das ist der Stahlhelm. Drangleic-Helm, da. Oh, der sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Muss ich mal ehrlich sagen. So, ich setze aber wieder unser Krönchen auf. Wenn ich es finden würde. Wo ist denn jetzt die Krone, die ich auf hatte? Da. Gut, und dann würde ich einfach mal sagen, wieder raus hier. Ja, also ich denke, das kann man halt zum Riesenfürsten sagen. Wie gesagt, es ist eine Theorie. Es gibt keinen hundertprozentigen Beweis. Ich finde es aber eigentlich schon allein, weil ich es eine schöne Geschichte finde, fände ich es halt ganz cool, wenn das so wäre. So, und jetzt gehen wir auch nochmal zu der anderen Erinnerung mit Benhard, weil, wie bei Lucatiel, haben wir ja Benhard jetzt in 3 Bosskämpfen beschworen. Bei Benhard war es diese komische, super komische Versammlung, falls ich mich recht entsinne, bei dem wir ihn beschworen haben. Wir haben ihn beschworen gegen... Was war denn der zweite? Ah ja, gegen den Spiegelritter. Ah, warte mal, ich besieg euch mal gleich diesmal. Gegen den Spiegelritter haben wir ihn beschworen. Und jetzt noch gegen den Riesenfürsten. Das heißt, wir haben auch ihn 3-mal beschworen, wie das bei Lucatiel war. Und wir sollten dafür jetzt... Oh, der hat was fallen lassen. Königsschwertkämpferhandschuhe. Und wir sollten dafür jetzt eigentlich noch ein bisschen was von ihm bekommen. Ja, hier, das hat man jetzt leider ein bisschen blöd gesehen, weil ich mich auf die Riesen vorne konzentriert habe. Aber während dem Angriff fällt dieser Kopf halt von der Statue da drüben. Da gehörte der Kopf rauf und rollt hier rüber. Da muss man beim ersten Mal aufpassen, das kann ganz schnell passieren, dass man da mal, von stirbt, weil das Ding ordentlich Damage macht. Seriously, Freunde. Lassen aber auch dauernd was fallen, hä? So, dann nochmal ganz kurz hier rein. Und dann habe ich es ja beim letzten Mal schon angedeutet, dann können wir mal ganz kurz unten noch gucken, was es da noch gibt. Aber ich glaube, viel gibt es da auch nicht mehr. So, Gedenken an Oro. Da auch Bernard. We have opened in death a good many times. Oh, my dear friend, take it. Ja, da kriegen wir jetzt das Blaumond-Großschwert, Benhards Parma, Benhards Ritterhelm, Rüstung, Stulpen und Stiefel. Warte mal, das kennen wir doch schon. So, und weil wir ihn jetzt 3-mal beschworen haben, hat er uns auch sein mächtiges Schwert gegeben. Das Blaumond-Großschwert. Was man jetzt aber merkt, das heißt Blaumond-Großschwert, ne? Nicht Mondlicht-Großschwert, wie früher immer.
Wir können uns ja mal angucken, was da steht. Die Klinge dieses Großschwerts glänzt wie die funkelnden Strahlen des Mondes. Die ältesten, heute kaum noch erzählten Legenden besagen, dass dieses Schwert durch ein großes weißes Wesen in die Welt kam. Was erklärt also diese leblose Waffe? Möglicherweise passierte ein Fehler. Ja, das ist nämlich... Normalerweise kann man mit dem Mondlicht-Großschwert ja auch ein bisschen Magie rumschießen, aber mit dem geht das nicht. Warum das nicht geht, ist, wir haben es schon von jemandem erfahren, dieses Schwert, ich glaube Gilligan hatte das gesagt, dieses Schwert ist nicht echt, das ist tatsächlich nur eine Fälschung. Ich nehme mal das Ding einfach jetzt nochmal. Das ist tatsächlich nur eine Fälschung. Es gibt aber eine Möglichkeit, an das Echte zu kommen und das zeige ich dann gleich nochmal. Wir gucken uns noch Bernhards Rüstung an. Eine Rüstung unbekannter Herkunft gehörte Bernhard aus Hugo. Bernhard fand sie offenbar, während er von Land zu Land wanderte, doch ihre Herkunft ist unbekannt. Bernhard trug sie ständig, da er sie liebte. Ein leichter Geruch ist daher wahrnehmbar. Was? Meine, die sieht auch nicht schlecht aus, muss ich mal sagen. Die hat schon was. Bernhards Stulpen. Und seine Gamaschen. Seine Stiefel. Und einen Helm hatte er ja auch noch. Der Ritterhelm. Und dazu hatte er, glaube ich, noch ein Parma, ne? Bernhards Parma. Kleiner Schild Bernhards aus Hugo. Dieser mit einer Art Familienwappen verzierte Parma wurde ganz offensichtlich bereits vor etlichen Generationen gefertigt, hat aber keinen besonderen Wert. So, das ist die falsche Richtung. Ich wollte ja jetzt nochmal unten lang gucken. Da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, wechsle ich jetzt nicht nochmal ganz kurz die Rüstung. Weil ich will jetzt einfach nur schnell hier noch gucken. Es gab halt eigentlich das Einzige, was wir hier noch machen können, ist diese eine Leiter hochzuklettern. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir wirklich noch machen können, diese Leiter hier hochklettern. Da gibt es auch tatsächlich noch was. Seele eines stolzen Ritters. Und hier können wir uns halt um die Bogenschützen kümmern. Oh, die halten da viel aus. Tag auf. Ich habe ja eigentlich nichts gegen euch, aber okay. So, und hier kriegen wir noch ein kleines Item. Das verwelkte Dämmerungskraut. Ach, guck mal. What the fuck, wie kommt man da denn hin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss man ja irgendwie von der Seite kommen, oder? Kann ich den jetzt treffen? Da muss ich ja eigentlich irgendwo von oben kommen, oder? Das juckt den aber auch gar nicht, habe ich das Gefühl. Moment. Das versuche ich mal nochmal rauszufinden. Das ist mir tatsächlich sogar neu jetzt. Also was heißt neu? Vielleicht habe ich es schon mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht, dass ich da jemals hingegangen wäre. Das Problem ist, ich muss jetzt wahrscheinlich hier gegen die ganzen Gegner nochmal kämpfen. So. Tschüss. Hier war ja auch irgendwie, hatte ich ja das Gefühl, dass es hier vielleicht... Dass hier vielleicht noch irgendwo so ein Teil ist, aber wo? Ah Mist, erlichtet sich schon der Aschennebel. Ich habe eine Idee noch, das schaffe ich vielleicht sogar noch mal zum Gucken. Da muss ich die halt hier einfach voll ignorieren jetzt. Lasset mich durch. Ich bin Arzt. Da drüben ist nämlich noch ein Loch. Aber wie komme ich da hin? Aber wie zum Geier kommt man da denn hin? Zu diesem Loch? Ich meine, man kann ja nicht... Man kann ja nicht... Ich probiere es einmal noch. Aber ansonsten ist es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Aber ich hatte da halt eine Truhe gesehen. Ich meine... Wie komme ich zu diesem Loch? Weil ich kann ja nicht in der Luft meine Richtung ändern. Das geht ja nicht. Ich kümmere mich hier oben dann dementsprechend auch mal um die ganzen Gegner dann. Wenn ich mit der Ballista einfach mal hier rumschieße.
daneben. Nicht das Ding. Nee, das öffnet mir, glaube ich, diesen Pharos-Stein, ne? Toll, das Ding bleibt sogar stecken hier. Geil. Ist ja der Hammer. Ich glaube, das ist aber auch nicht der richtige Ort hier. Ich wundere mich halt immer noch, weil ich hier dachte, vielleicht könnte hier irgendwo was sein. Aber nee, offensichtlich nicht. Weil reinspringen konnte ich in das Loch ja auch nicht. Ich meine, ich helfe denen mal hier. Ich töte die mal. Alter. Erstmal ein Estes. Erstmal den Riesen da besiegen. Au. Wie er uns beide weghaut. Wow, was ist denn das? Nein. Ich glaube, da hätte er mich fast mit der scheiß Balliste getroffen. Ja, komm, triff ihn mit der Balliste. Ach, geil. Du cleverer Typ. Aber wie konnte der denn zweimal so schnell hinter... Ach, da ist noch einer. Die haben beide geschossen. So, dann sehe ich mich hier mal ganz kurz um. Soll ich jetzt darauf springen oder wie? Soll man da jetzt drauf springen? Kann man das schaffen? Geht das hier drüben auch? Das erscheint mir jetzt schon ein bisschen schwierig. Ah, hier geht's scheinbar nicht. Ich meine, da drauf jetzt zu landen, erscheint mir echt ein bisschen gefährlich. Ich meine, es ist machbar. Ich benutze mal den Katzenring einfach. Katzenring, Katzenring. Hey, es klappt. Es klappt nicht. Der ist zumindest schon fast tot, das ist gut. Sehr gut. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Okay, da muss ich dann scheinbar nochmal springen. Ob ich das jetzt noch schaffe? Oh, der ignoriert mich. Ob ich das jetzt noch schaffe? Ich muss da scheinbar nochmal springen danach. Und das alles nur für noch eine Truhe. Das alles nur für noch eine Truhe. Und noch ein hoch. Und noch ein hoch. Und dann probieren wir es nochmal. Dass man da dann nicht einfacher reinkommt. Eieieiei. Okay. Zweiter Versuch. Sehr schön. Hallo, Freundchen. Ah, hier sind mehrere Truhen noch. Daneben. So, komm, das schaffen wir jetzt. Jetzt öffnen wir hier ganz schnell noch die Truhen. Bevor sich der Aschennebel lichtet. Und zack, drei Asketenleuchtfeuer. Na, vielen Dank. So, bist du nochmal eine Mimik? Nee. Der Aschennebel lichtet sich. Oh, oh, komm schon. Einfach, okay. Es hat sich nicht mal irgendwie gelohnt. Es hat sich nicht mal irgendwie gelohnt. So, ich glaube, hier ist auch keine scheinbare Wand mehr. Jo, dann haben wir es jetzt aber. Dann haben wir jetzt aber auch wirklich... Oder, warte mal, wenn ich das Ding hier noch schieße... Nee, das macht auch nichts. Das zerstört die Wand auch nicht. Das scheint also egal zu sein, ob ich da dran schieße oder ob da die Balliste dran schießt. Okay, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich alles. Sehr schön. Gut, dann habe ich ja jetzt gerade gesagt, das Mondlichtschwert, das wir von ihm gekriegt haben, ist nicht das echte. Und die Frage, die man jetzt natürlich stellen kann, gibt es eine Möglichkeit, an das echte Mondlicht-Großschwert zu kommen? Also wir haben ja das Blaumondschwert von ihm bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, an das echte Mondlicht-Großschwert zu kommen? Und ja, die gibt es.
Dafür müssen wir aber eine Kleinigkeit, dafür, man muss dazu fairerweise sagen, das geht aber eigentlich erst im New Game Plus, das geht eigentlich erst im New Game Plus, aber wir haben ja Asketenleuchtfeuer und das heißt, wir können das auch mal außerhalb des New Game Pluses machen. Was wir dafür machen müssen, ist, wir reisen nochmal ganz kurz in die Lichtsteinbucht und zwar in die untere Lichtsteinbucht und dort werde ich jetzt ein Asketenleuchtfeuer verbrennen. Und nachdem ich das Asketenleuchtfeuer verbrannt habe, ist halt hier jetzt alles im New Game Plus. Und jetzt werde ich nochmal zum Freya-Bosskampf zurückkehren. Was getan ist, ist getan. Jetzt werde ich nochmal zum Freya-Bosskampf zurückkehren. Da das aber eine ganz schön weite Reise ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, das muss ich euch jetzt nicht onscreen zeigen. Das mache ich mal offscreen. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich offscreen vielleicht auch schon Freya besiege. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das werden wir gleich sehen. Ich würde aber sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt gedacht, ich mache den Bosskampf jetzt auch gleich mal. Weil sonderlich neu ist der nicht geworden. Es gibt halt, in dem Gebiet gab es halt einige neue, gab es halt ein neues rotes Phantom, das ich besiegen musste. Aber ansonsten war das Gebiet auch ganz gleich. Man muss eins dazu sagen, dadurch, dass ich das auf New Game Plus gesetzt hat, hat mich auch Navlan wieder invaded. Und das war dann tatsächlich doch ein bisschen stärker, weil der echt viel Schaden gemacht hat mit seinen Waffen. Ja, aber ihr habt gesehen, wir haben diesmal zwei Seelen bekommen. Nämlich auch noch die Seele, die alte Bleichdrakenseele. Die Seele des Unaussprechlichen. Diese einst herrliche Seele beeinflusst das Land noch immer, obwohl sie im Laufe der Zeit zerfallen ist. Nutzt sie, um zahlreiche Seelen zu erwerben. Und das ist übrigens auch das Ding, warum man davon ausgeht, dass man, dass diese großen Seelen Wiedergeburten der alten Seelen sind, weil im New Game Plus kriegt man für jede von den großen Seelen halt noch eine zusätzliche Seele, die halt entweder zu einem der vier großen oder zu einer der vier großen Seelen aus Dark Souls 1 passt und das hier passt halt zu Sief dem Schuppenlosen. So, wir gehen nochmal ganz kurz zu Nachmajula. Weil ich meine, die Seelen, die ich jetzt durch den Bosskampf bekommen habe, gebe ich natürlich trotzdem nochmal aus. Aber es gibt noch eine Sache, es gibt jetzt natürlich noch was wir mit der Seele machen müssen, ne? Also, wir haben jetzt zwar Freya im New Game Plus besiegt, aber das heißt ja nicht, dass... Das heißt ja nicht, dass wir jetzt automatisch das Mondlicht-Großschwert haben, weil das war ja das, weswegen wir eigentlich jetzt nochmal losgezogen waren für das Mondlicht-Großschwert. Steht da eigentlich? Ah ja, da steht, dass das im New Game Plus ist. Alles klar. Da müssen wir nämlich jetzt auch nochmal hin, weil wir wollen... Aber ich hoffe, den NPC muss ich doch nicht nochmal suchen, weil ich das... Das Gebiet habe ich doch... Oh, ich hoffe, ich muss den NPC nicht nochmal suchen, weil sonst muss ich ja ein anderes Gebiet auch nochmal ins New Game Plus setzen. Nee, ich glaube nicht. Weil sonst muss ich ja ein anderes Gebiet auch nochmal ins New Game... Ach, guck mal, jetzt gibt es auch rote Spinnen hier. Etwas stärkere Varianten nochmal. So, das Problem ist ja aber hier... warte mal. Oh, warte, das ist keine gute Idee. Fällt mir da so gerade auf. Wenn, dann sollte ich da die Spinnen schon erstmal besiegen. Und dann kümmere ich mich mal um den da. So, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Der macht natürlich jetzt ein bisschen mehr Damage. Auf New Game Plus. Ich glaube, der da hinten ist nicht ganz so wild. So, dann nehme ich mir nämlich nochmal meine Fackel jetzt. Damit mich die Spinnen nicht stören. Ich muss aber auch die Waffe wechseln. So, du, mein Freund, stirbst auch mal bitte. Oh, so viel mehr Damage macht er gar nicht. Ach, der dumme Bogenschütze invadet jetzt nochmal, ehrlich. Weil es auf New Game Plus ist, invadet der Typ jetzt halt auch nochmal. Mann. Komm her. Der macht jetzt halt deutlich mehr Damage. Ne, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und hält natürlich deutlich mehr aus. Ich meine, die Spinnen stören mich jetzt nicht.
So. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Schwert wirklich mit der Zeit mehr Schaden macht. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht sagen, ob das daran lag, dass es kaputter ging oder ob das einfach im Generellen halt gilt. So, Menschenbild. So, jetzt kann ich mit dir nochmal reden. Jetzt können wir nämlich nochmal da. Und da haben wir es nämlich dann das echte Mondlicht-Großschwert, das wir aus der alten Bleichdrakenseele herstellen können. Ach, guck mal, etwas aus der Seele von Alva und aus der Seele, gut, das vom Rauchritter kennen wir. Königsseele, Lois Großschwert aus Lut, aus der Seele von Lut. Können wir auch noch was aus der Seele von Sallen dann herstellen? Aus der Seele des Weißen Königs. Aus der Seele von Sallen können wir dann nichts herstellen. Das kann vielleicht der andere Typ dann. Ach, guck mal, Lois Schild. Da doch, aus der Seele von Sallen. Das Lois Schild. Sehr gut. Und damit haben wir nämlich jetzt das echte Mondlicht-Großschwert. Also wer wissen will, weil das gibt es ja in jedem From-Software-Titel. Wer wissen will, wie man in Dark Souls 2 an das Mondlicht-Großschwert kommt, man muss dafür im New Game Plus sein. Und das hat jetzt auch die Fähigkeit, die früher das Mondlicht-Großschwert hatte. Nämlich diesen zusätzlichen Schuss hier. Der verbraucht zwar viel von der, von der Haltbarkeit, aber es funktioniert doch noch. So, eine letzte Sache gibt es noch, die ich jetzt noch ganz gerne machen würde. Dafür gehen wir nochmal nach Majula. Und ja, da sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir nochmal in Majula. Und eine Sache will ich noch machen. Wer jetzt genau hinguckt, der wird sehen, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Seelen habe als gerade eben. Das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen geschummelt habe. Wir sind nämlich jetzt eigentlich nicht direkt danach zeitlich, wo ihr seid, sondern wir sind tatsächlich schon ein bisschen weiter. Das Ding ist bloß, die Quest um unseren Kartografen hier unten, die kann man nämlich eigentlich erst am Ende des Spiels abschließen. Und ich dachte aber, anstatt das nach dem Ende des Spiels zu machen, machen wir das jetzt noch rein. Also hier sehen wir jetzt, alle Fackeln sind erleuchtet. Und was sagt unser Kartograf dazu? Even more flames have appeared. I don't know what causes it. It seems that all the flames have been lit. It makes me feel somehow. Wait. What am I doing here? Who are you again? Fate brought us together for a reason. Take these, and may they help you on your travels. Ja, da bekommen wir nämlich jetzt Kales Set. Und wir sehen, er vergisst auch schon sofort wieder, was er eigentlich sollte, da er jetzt seine Aufgabe erfüllt hat. Wait, who are you? So, und wir kriegen Kales Set. Und wie gesagt, Kales Helm braucht man theoretisch für die Navlan-Questreihe, die man ihm geben soll. Man soll ihm den Helm geben. Kann man halt entweder tun, indem man ihn tötet, oder halt indem man alle Flammen entzündet. Das Problem ist, wie gesagt, das geht erst nach dem Ende des Spiels, alle Flammen zu entzünden, beziehungsweise rein technisch geht es auch schon davor, bevor man das Ende des Spiels erreicht. Aber so wie ich das jetzt aufgebaut hatte, geht es erst am Ende des Spiels. Und ansonsten kann man das halt nur erreichen, wenn man ihn tötet. Und ich dachte halt, dann ist es eigentlich cooler, wenn wir Navlan als Invader haben, anstatt dass ich jetzt bis hier zu diesem Zeitpunkt warte, bis ich mir so ein paar Sachen noch von Navlan abhole. Das finde ich halt dann irgendwie ein bisschen, fand ich dann irgendwie ein bisschen besser, anstatt da die Questreihe so ewig aufzuschieben. Helm eines einfachen Mirafus-Soldaten gehörte Kale dem Kartografen. Kale erwarb ihn offenbar gebraucht, billiges, aber dennoch erstaunlich gut gefertigtes Stück. So, Kale. Hat er mir überhaupt sein Oberteil gegeben? Ah ja, da. Kales Lederrüstung. Rüstung eines einfachen Mirafus-Soldaten. Okay, ich glaube, bei dem Rest steht das Gleiche. Ja, das war das, was ich noch ganz gerne erledigen wollte. Die Karte quasi abschließen, damit wir das noch erledigt haben. Und ja, beim nächsten Mal geht's jetzt in Richtung, ja, des Endes, also für euch beim nächsten Mal geht's in Richtung des Endes. Und ja, werden mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Und beziehungsweise, was uns da noch so erwarten wird. Und ja, ich verabschiede mich dann von hier. Bis zum nächsten Mal und ciao.